Moin Moin, ich bin's wieder, euer Daniel. Ich spiele heute wieder mit euch Train Simulator 2014. Und wir spielen hier weiter. Nach unserem Unfall haben wir ja alles hier ordentlich wieder hinbekommen. Und jetzt wollen wir mal unsere Waggons abholen. Oder was auch immer. Wir lesen ja mal, sie haben Dedeburg erreicht. Wir hatten sie hier, um das Hauptsignal zu aktivieren, bevor sie Umkehrung ihrer Lok finden. Horst 17 Grün. Aha. Sie müssen die Erlaubnis bitten, das zweite Signal zu passieren. Also was jetzt? Also mit Tab. Also das müssen wir auf Grün warten. Auf das. Das haltzeigende Signal. Also das haltzeigende Signal. Also hier vorne ist verweigert. Also da müssen wir drauf warten. Hä? Jetzt muss ich auf einmal wieder rückwärts? Was soll das denn jetzt? Ich nicht, keine Ahnung haben. Also voraus darf ich nicht, also darf ich rückwärts. Okay. Fahren wir mal rückwärts, ne? Oder ist da auch rot? Vorwärts ist rot. Rückwärts ist grün, ne? Nee, rückwärts ist auch rot. Was soll das denn jetzt bitte werden? Verweigert. Okay, wir dürfen längs vorüber. Also warte ich einfach mal. Wir sollen hier nach Windhorst 17. Ich. Ja, toll. Andere Ansicht. So. Ja, dürfen wir anscheinend nicht weiter fahren, weil da irgendwas kommt. Nein. Weiß von echt was, aber. Ich habe gerade wirklich keine Ahnung. Wir sollen hier auf jeden Fall warten. Kommt wieder ein ICE, ein doppelter. Achso, hier ist jetzt gelb. Das ist gut. Also dürfen wir doch weiter. Dann fahren wir mal weiter. Windhorst 10. Ich mache hier mal andere Perspektivos, Kameras. Nee. Mach ich mal so wieder. 40. Okay. Ja. Ich bin doch auf 40. Dummkopf doch. Was will der denn von mir? War doch auf 40. Naja, 1 km/h drüber. Mach ich wieder Minuspunkte. Egal. Ich fahre aber trotzdem V90. Das hier ist eine V90. Die wurde umgeändert zur BS294. Weil ein neuer Motor drin ist mit Fernsteuerung. Also ein Kran, das habe ich jetzt gelernt. Deswegen heißt jetzt die nicht mehr V90, sondern B eher noch was. Aber hier ist eine V90. Nur mal so nebenbei. Danke an... Oh, wer war das jetzt nochmal? Wer mir das Kommentar beantwortet hat, das weiß ich jetzt nicht mehr. Tut mir leid, auf jeden Fall danke. Jetzt weiß ich das auch. Das ist schon mal sehr gut. Also ich fahre ja V90. Das dauert noch ein bisschen. Immer wieder 15 Minuten. Dann haben wir noch eine ganze Stange Arbeit vor uns. Wir fahren hier jetzt nach Windhorst Gleis 17 oder Windhorst 17, um da irgendwas abzuholen. Irgendwelche Waggons. Langsam auf Güterzug. Irgendwie ist die deutsche Übersetzung hier noch ein bisschen blöd. Muss man hier umstellen. Ich fahre hier andersrum. So. Hier muss rot sein. So. Ist hier vorne irgendwie rot? Rotes Signal? Für mich? Oder er nicht? Ah! Geh mal wieder in die Innensicht. Nö, das ist alles okay. Ah, ist okay. Fahren wir mal genüsslich mit 40 weiter. Mehr darf ich auch nicht. Ich darf hier jetzt 80, aber da vorne kommt gleich wieder 40, also beschleunige ich gar nicht erst. Bin ja nicht blöd. Da vorne haben wir unseren Güterzug. Also ohne Zug, sondern nur Güter. Da ist irgendwie rot. Ich bremse mal. Bremse mal. Langsam. Ab. So. Ja. Hat uns nur einen Punkt abgezogen wegen Notbremsung. Hätte ich vielleicht nicht auf 100% gehen müssen. Sollen. Jetzt warte ich hier. Ich darf hier nicht rüber. Ich will die Waggons haben. Achso, ja. Rückwärts will ich aber nicht. Ich will die Waggons haben da. Aber das ist jetzt das...
rückwärts gelegene. Aber das ist ja rot, das ist ja eindeutig. Ich warte hier. Also das hier ist ja jetzt rot. Das sehen wir ja alle, ne? Ich weiß jetzt nicht, was er mit erteilt und verweigert meint. Irgendwas meint er auch mit, dass ich weiterfahren darf. Ich traue mich einfach mal. Ich glaube, rückwärts. Der Fahrer sitzt in die Richtung. Das rückwärts liegende Signal ist das, also dürfen wir rüber. So. Bestimme ich jetzt einfach. Ich glaube, das war auch richtig. Die Autobahn. Sieht doch ganz schick aus. Nur jetzt ein bisschen bremsen wieder. Bremsen! Wenn wir hier nicht so doll gegenknallen. Ja, nicht so doll bremsen. Ich will ja schon noch die Waggons einsammeln. So. Ja, wird das noch was? Ja. Oder? Bom. Genau. Gekuppelt. 02 ist 11.58 Uhr. Okay. Also um 11.58 Uhr soll ich weiter. Gucken wir mal. Wie lang ist unser Zug? Na, nicht so lang, ne? Aber anscheinend schon schwer. Ganz schön schwer. Ja, wir sind pünktlich. Das heißt, wir dürfen jetzt weiter, oder was? Ja. Fahren wir mal los. Falsche Ansicht. Richtig. Und wir sehen, es ist wirklich schwerer Güterzug, weil wir kommen kaum vorwärts. Jetzt haben wir wieder so ein Rückwärtsding. Das ist aber was anderes. Hallo. Gib mal ein bisschen mehr Gas. Wir kommen hier, glaube ich, so nicht von der Stelle. Alter, ist der schwer. Ja, das ist wirklich ein langsamer Güterzug. 12 Uhr sollen wir ankommen. Eieieiei. Eieieiei. Was ist da vorne denn? Haben wir da ein rotes Signal? Oh, wir haben gar kein Signal. Der ist auch rot, weil wir da gleich rauffahren. Oder? Nordstadt 202. Mal gucken. Wir fahren nämlich auf die Hauptstrecke. Hier vorne aber wieder hoch, ne? Ja, nochmal lasse ich mir von denen nicht reinlegen. Nochmal mache ich den Fehler nicht. Nochmal mache ich den Fehler nicht, Leute. Könnt ihr vergessen. Aber so was von. Ach, jetzt haben wir grün. Toll, das blinkt sogar. Super. Ich darf rüber. Ist das nicht super? Ich weiß ja nicht, was ich erzählen soll. Deswegen kommentiere ich einfach mal das, was hier passiert, ne? Aber dieser Zug ist wirklich richtig heavy. Wieso blinkt das? Was heißt das, wenn das blinkt? Könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben, bitte, ihr Zugprofis. Was heißt es, wenn das Signal blinkt? Das ist grün, es blinkt aber. Heißt es, dass es eigentlich nur vorübergehend ist mit den Grünen, oder? Nur für kurze Zeit nur? Oder nur für mich? Ist ja sowieso nur für mich, aber... Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, bitte. Ich habe gerade mein Signal nicht zur Hand. Ich horne mal. Ja, das heißt hornen und nicht hupen. Will ich schon immer mal machen. Dann fahren wir mal los. Nach Nordstadt. 5 Kilometer. Also die schöne Strecke hier. Schön langsam. Ja, langsam beschleunigen wir ja. Also über die 80 werden wir wohl nicht mehr rüberkommen. Aber die Umgebung sieht ja schon richtig cool aus hier mit Warnung und Park-Ride-Service anscheinend. Eieiei. Die Häuser, das ist abgegrenzt. Ja, das sieht schön aus. Richtig gut gemacht. Muss ich ja mal lassen, ne?
jetzt von 80 wieder runterbremsen müssen. Das wäre der Horror. Ich guck mal lieber auf die N60 und die Signale. Vorne kommt gleich eins. Wir fahren ja mit atemberaubender Geschwindigkeit, also wirklich. Da muss ja wirklich was richtig Schweres drin sein mit der Goms. Aber in 4 Endgame-Minuten sollten wir da sein. Mal gucken, ob wir das noch schaffen. Ja, wir haben noch genug Sendezeit, dafür sollten wir eigentlich da sein. 12:04. Gucken, ob das was wird. Geplante Ankunftszeit 12:04, nur Ankunftszeit 12:05 nochmal, jetzt gerade im Moment. Okay. Also ist etwas zu langsam. Und mitunter leckt das auch, wenn, wenn er nachlädt. Na, ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Ja, das fahre ich natürlich noch zu Ende, den kleinen Stücken, wenn das jetzt nicht zu lang wird. Wenn wir wenigstens immer so eine Teilaufgabe schaffen. Vorne nochmal, damit alle wissen, dass ich hier durchfahre. Mit meiner atemberaubenden Geschwindigkeit. Eieieiei, jetzt wechseln wir auch das Gleis. Oh, 80. Was ist das nur? So, jetzt nehme ich mal ein bisschen Gas runter. Wir sollen ja nur 80 fahren. Ja. Wollen die Einwohner ja auch nicht so doll mit Lärm nerven. Ne? Jetzt gucke ich mal wieder rein. Jetzt leckt es wieder gerade. Ich weiß noch nicht warum. Ich habe 46 Frames. Und es blinkt schon wieder. Ich glaube, das Blinken deutet nicht vorne. Ich glaube, das Blinken deutet auf eine Geschwindigkeitsbegrenzung hin. Das steht wohl auf 60, also bremse ich auf 60. Ich halte mich jetzt an die Signale, nicht an das, was da unten steht. Und wenn das blinkt und 60 draufsteht, dann werde ich wohl auf 60 runterfahren müssen. Ein bisschen Drehmoment wieder aufbauen. Da vorne haben wir da Rot. Der Rot. Das ist unser Gleis. Ne, das ist nicht unser Gleis. Mit Gelb. War das andere Signal, was gut hatte. Muss ich ein bisschen Gas geben. Wir dürfen hier 60 fahren, steht hier drauf. Gelb, Geschwindigkeitsbegrenzung. Dann deutet das blinkende rote Signal, das blinkende grüne Signal, wo auf eine kommende Geschwindigkeitsbegrenzung hin. Das male ich mir daraus gerade zusammen. Dann könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob meine Vermutung richtig ist. Ja, ich glaube schon. Ich beschleunige mal wieder auf 60. Die Umgebung, die sieht ja richtig cool aus, ne? Das wird eben ganz wegen Gleisen eben so Güterwagen-mäßig. Wie es in echt wohl auch so aussieht. Ich weiß nicht, wie es in echt hier aussieht. Also, ich stelle mir das in echt auch so ähnlich vor. So. Und da muss man doch mal da hinten gucken, ob noch ein Kollege kommt. Nordstadt 202, wir sind gleich da. Das ist ja mal super. Und schaffen wir das doch noch. Kommen vielleicht auch pünktlich an. Ja, wir müssen noch gleich auf 40 runter. Dann kann ich schon mal ein bisschen die Bremse auf 12 stellen, damit wir schon mal langsam runterkommen vom Gas. Oh, es laggt schon wieder. Jetzt sind wir wieder auf 7 Frames. Immer wenn er irgendwie einen Schank nachlädt, denke ich mal, kriege ich so eine Frame-Einbrüche. Also nicht so schlimm. Doppel ich mal die Bremsleistung, damit wir langsam auf 40 runterkommen. Wir kommen sowieso gleich zum Stehen. Ja, genau. Das passt so. Ganz langsam bremsen. Nämlich die Waggonbremse auch nochmal rein. Und ganz langsam anhalten. So, dann sind wir auch angekommen und noch in der Zeit. 12:04, wir sind da. Genau, das passt doch. Warten wir nochmal ab, was er sagt.
Und? Und? Hallo. Die Punkte kriegen. Ja. Entkoppeln Sie nun Ihre Güterwagen. Das machen wir noch. So. Denke mal, das Rote wird die Lok sein. Dann los. Ja, mal abgucken, wie er wollt. Elektrifiziert fahren Sie jetzt nach Nordstadt 101 weiter. Ja, da können wir uns nochmal schnell angucken. Nordstadt 101, das ist da vorne. Nicht sehr weit weg. Da sollen wir dann die nächsten Waggons ankuppeln. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich speichere das hier. Sage wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen, Abo oder einen Kommentar da. Wenn ihr mir noch nicht abonniert habt. Ja. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Schaut bei der nächsten Folge Train Simulator oder bei LS oder bei SimCity oder bei Battlefield wieder rein. Bis dahin sage ich ciao, ciao und euer Daniel.